Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge The Marsch. Wir machen gerade schön Grasmähen auf Feld 2 und Feld 15 auf Feld Nummer 54 ernten wir Gerste und wir bereiten jetzt vor die Hopfenernte, die noch nicht so weit ist, aber ich suche mir mein Schneidgewiss, mein Schneidwerk. Das ist da, gut. Habe ich mal gefunden. Dann können wir den Drescher nehmen und schon mal vorbereiten. Ab und zu findet der Outright-Fahrer nicht den Kurs. Sollte kein Problem sein. Ab und zu mal greife ich ein und stelle wieder ein, dann fährt er wieder los. Ich habe nur ein Maisgebiss. Denk mal, wird es reichen. Wenn nicht reichen sollte, dann einzukaufen. Halt für Mais und für Hopfen. Ne? Wir fangen halt Feld Nummer 1 an. Aber wie gesagt, als Vorbereitung ist noch nicht so weit. Das ist. Packen wir noch voll. Kostet ja kein Vermögen, ne? Das brauchen wir eine Fabrik bauen. Ja, ein großes Loch, ne? Ein Riesentank. So, auf zu Feld Nummer 1. Unsere Gerste noch nicht reif. Ich hätte mal gekauft haben, wurde von früh ausgesehen. Und dann wollte ich noch vorbereiten, die Aussaat von. Ja. Stellen wir hier so hin, ob man keiner im Weg steht. So. Dann brauche ich einen Traktor. Ich wollte ja die Felder ein bisschen erstellen. So. Das ist nicht gut. Wer ist das hier? Wer hier? Das ist unser Ballenpresse. Der ist auch durch, fast ne, die Hälfte. Wo ist denn der? Das sind die Strohballen. Nö. Nee. Bist doch voll. Da fahren wir immer ein bisschen vorbei. Da geht's auch nicht weiter. Müssen wir eingreifen. Da müssen wir mal gucken hier. Das ist äußerst ungünstig für mich. Weil da ist ja. Der ist voll. Schau mal. Die jetzt rausfinden, ne? Jups, macht er. Tschüss. Ja, leer machen, Junge, leer. Und ich muss kurz nachdenken.
Achso, beim. Ich wollte flügen. Und zwar beim Feld erstellen, was ich gerade bearbeitet habe. Oder bearbeitet hatte. Besuchen. Da, guck, Sekunde. Da taucht er mittendrin auf, du. Was mit dem Flitzen hier? Hier müssen wir den wegnehmen. Und gleich mal als Aufsammeln. Also zur Zeit ist ein bisschen viel Arbeit, aber gut. So wollen wir es ja haben, ne? Wir wollen hier aufladen. Guten Dünger. Gar nicht, wer abgeladen hat hier. Da wäre schön, wenn die Rückfrage kommen würde. Wollen sie wirklich abladen? Aber das klappt sofort. Nur ein kleiner Einfall, was man machen könnte, theoretisch, um das zu verhindern. Aber es ist ja einladbar, von daher ist das nicht ganz so tragisch. Ich glaube, wir müssen hier noch einen extra kleinen Dings holen müssen. Radlader oder so und dann einladen müssten, also mit einem kleinen Kran. Das wäre natürlich etwas umständlich. Aber dann müsste es auch gehen, ne? So. Wir müssen die Fahrzeuge ein Platz machen hier, sonst gibt es hier Karambolage. Dann können wir hier so reinfahren. In der zweiten Reihe und wir wollten ja den anderen mal. Na, wir sprechen nicht rüber. Erstellen, ne? Schon wieder? So. Dann müssen wir mal gucken. Da kann man nicht weiter, ne? Da werden wir hier im LKW eingreifen müssen. Und dann fahren wir erstmal zum Hof, Weizen abladen und da geht das in Richtung Gerstefeld. Müssen wir irgendwie eine Reihe kriegen, dass wir da wieder Schwung kriegen, ne? Können wir gleich. Naja, aber nicht an der Brauerei machen wir erst den Hopfen haben. So kann er keinen Kurs finden. Aber einer fährt hier schon mal. Das könnte andere sein, ne? Na, mal gucken mal. Da hatte ich einmal einen Absturz gehabt, hupen. Aber da war irgendwie ein Grund mit dem Anhänger gewesen. Mit dem Quantum Förderband irgendwie. Das war ja neu dazugekommen und da denke ich mal, das wird der Grund gewesen sein. Vermute ich mal ganz stark, genau weiß ich nicht. Aber. Ich hatte auch sicherheitshalber gleich nochmal Autodrive-Version wieder zurückgesetzt auf Release-Version hier, die Mod-Hub auch gibt.
die 1.4er Version, ne? 1.1.04. So, Gras können wir so liegen lassen, das trocknet von alleine. Ist so trocken zur Zeit. Morgen ist er bei 30 Grad, da wird noch trocken, du. Du dürft nicht vergessen, das sind hier immer 3 Tage, das ist hier Vierteljahr. Ja, Sommer, ne? Also das ist letzten August-Prinzip. Ne? Also wenn da richtig trocken ist, Hundstage so zum Beispiel, wo extrem heiß ist, das ist schon heftig. Temperaturmäßig. So, jetzt geht's mit Volk Corajo Richtung Feld Nummer 54. Also wir fliegen können. Oder immer ein Unfall. Das war ein heftiger Flieger, ne? Keiner gesehen. Hätte ich mal Außenansicht machen müssen. Aber dort mag ich sowas. Irgendwie ist das nicht richtig. Du Trampel, du bist leer, voll. Wie soll das funktionieren? Ich muss mal schauen, was grün ist. Das ist komisch geschrieben. Und zwar. Entladen. Das dürfte nicht funktionieren. Gut, dass LKW im Wege, ne? Wie immer. Dann mal schauen. Weil nämlich dann in dem Augenblick, wenn er auf Feld 54 ist, dann fährt er aufs Feld und dann macht er nicht leer. Weil er ist ja voll. Hier könnte man auch ein paar Fahrzeuge verstecken, aber gut. Und das viel Mais. Das dürfte Hafer sein. Ich müsste nur mehr Geld haben, dann könnte man auch mehr verkaufen. So, machen wir voll. Das ist hoffentlich der andere, ne? Der leer ist. Scheint so. Nichts mit Flügen, Ansätzen und so. Der Glas aufarbeitet. Ups. Ups. Also ich habe nichts umgestellt. Das ist nur egal. Gut. Nicht gut. Na gut, das war mit dem Stroh. Ein bisschen kriegen wir noch von Feld Nummer 36. 19. Das Raps. Mais, Hopfen, Dunkelgrün müsste bald reif werden. So, jetzt können wir ja nicht flügen. Die Ecke, nein, wir müssen nicht alles flügen, wir müssen ja nur ein bisschen flügen, ne? Felder erstellen. Und dazu nehmen wir einen Flug. Mit einem starken Traktor und Glas.
Ups. So, Richtung 23 oder 24. Ne, 23. Ich glaube 25. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und wegen Winkel. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.